Hallo zusammen, mich hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute eine weitere Folge von meinem Gold-Tagebuch präsentieren. Und zwar war ich die Woche wieder ein bisschen fleißig und habe wieder das ein oder andere Gold gemacht. Und wir wollen jetzt mal angucken, was ich so gemacht habe, beziehungsweise was ich so für Gold noch im Postkasten schlummern habe. Und ich kann euch sagen, boost-technisch war es, glaube ich, eine der schlechtesten Wochen, die ich je hatte. Ich habe nicht sonderlich viel Gold übers Boosten tatsächlich verdient. Mag einerseits da liegen, dass wir nochmal einen extra Raid-Tag hatten. Gut, wir haben, ne, wer es nicht mitgekriegt hat, achso, das seht ihr jetzt hier nicht mehr, wir haben Jaina im Mythic-Modus umgeboxt. Warte, wo ist denn das? Einmal mit Heldentaten flexen, okay, da ist es nicht. Hier, seht ihr das? Spitzenreiter. Wir haben sie umgeboxt, da habe ich ein bisschen weniger Gold gemacht. Machen können die Woche leider. Und ich habe angefangen, ein bisschen Transmog zu farmen. Das hat mich auch beschnitten. Aber vor allem, ehrlich gesagt, die Kundenlage hier auf Antonidas und anderen Servern ist ein bisschen schlechter geworden. Und deswegen haben wir leider nicht so viel eingenommen. Aber über Berufe lief es, denke ich mal, die Woche dafür gar nicht so schlecht. Und jetzt würde ich mal sagen, schauen wir mal rein. Ich habe ja das ganze Gold über Boosting quasi auf dem Account. Und zwar, da bin ich jetzt bei 15,6 Millionen. Und das letzte Mal waren wir bei 14,9. Heißt, wir haben die Woche über Boosting ja quasi nur 700k gemacht, was tatsächlich für meine Verhältnisse relativ wenig ist, wenn man bedenkt, dass ich schon mal 2, 3 Millionen die Woche gemacht habe. Aber ich hoffe, dass ich zumindest noch über eine Million komme, weil das ist ja mein Minimumziel über den Geschichten, die ich quasi im Postkasten drin habe. Ich hoffe, nächste Woche wird es ein bisschen besser. So, als erstes schauen wir mal bei meinem Main-Char, und zwar wisst, der hat hier ja, Schmied und Lederer. Und ihr seht, ich habe Naxi verkauft, aber für 12k habe ich Naxi verkauft. Und das, ehrlich gesagt, das schmerzt schon ein wenig, weil der eigentlich ein bisschen mehr wert ist. Aber den habe ich jetzt, weiß ich nicht, seit 3, 4, nee, den habe ich seit der ersten Folge habe ich den, glaube ich, drin, ne? Und der ist einfach nicht weggegangen. Jetzt habe ich ihn zumindest hier mal für ein bisschen Gold noch vertickt. Ja, und wir haben natürlich hier auch wieder zwei Seiten, wie ihr seht. Also ein bisschen was mehr quasi an Items drin. Und was ich aber auch noch im Auktionshaus habe, kann ich euch gleich mal zeigen, was schon da ein bisschen länger schlummert. Warte mal, gucken wir so mal rein. Ich habe ja noch das eine Pet von dem anderen Server, hier den grausigen Grell. Den habe ich jetzt für knappe 300k immer noch drin. Das ist aber leider so ein bisschen Ladenhüter. Vielleicht muss ich den auch mal ein bisschen günstiger noch reinhauen. Und so ein Panda habe ich auch noch für 16k, den habe ich auch mal auf einem anderen Server mir eingekauft. Um da noch ein bisschen Gold zu machen. So, dann haben wir hier nochmal ein bisschen was drin. Nochmal 71k. Ja. Naxi kriegst du auch nicht los. Lexi, ja. Das ist echt bitter. Aber das sind halt diese Event-Pets, ne? Das sind so ein bisschen Ladenhüter, leider. So, ihr seht, da geht das Gold noch hoch. Könnte sein, dass ich auf dem Account tatsächlich dann doch noch auf eine knappe Million komme. Oder auch nicht. Das sind lauter Kleinbeträge tatsächlich hier noch. So, dann sind wir durch hier. Ich bin jetzt auf dem Account bei 15,878 Millionen. Das ist schon mal ganz okay. Aber ja, eigentlich so der niedrigste Plusstand seit langem, oder? Jetzt tragen wir das schon mal ein, dass wir das drin haben. Ihr seht, da waren hier, also ne, auf dem ersten Account hier, da verkaufe ich hauptsächlich auch die Boosts und nur mit dem einen Char habe ich quasi, ja, nur mit dem einen Char habe ich quasi dann noch Berufe-Sachen drin. Und hier seht ihr, waren das natürlich ganz andere Sprünge. Da waren hier mehrere Millionen. Da Sprünge, hier waren es mal knappe 2, hier waren es auch über 2 Millionen, hier waren es sogar fast 4 Millionen, was ich auch dann mit dem einen Beruf plus Boosting gemacht habe. Und jetzt ist es halt hier eine knappe Million, nicht mal ganz, ne? Jetzt gucken wir mal, was wir jetzt hier noch über die Berufe basteln können. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was rum. Und dazu switchen wir mal hier rüber. Und zwar, achso, wir wollten jetzt mal gucken, was ich jetzt über die Berufe hier rausgezogen habe. Ja, knappe 200k, 199.000, ne, waren es jetzt über die Berufe, die zwei, die Woche. Ja, war, glaube ich, letzte Woche ein bisschen besser. So, dann habe ich jetzt hier meinen Inschriften-Char. Da haben wir unten ein bisschen über 100k drin. Ich habe sogar auch mein magisches Wasser noch verkauft, was ich auf der Bank hatte. Da merkst du leider immer noch, dass jemand einen Reset durchgeführt hat, sowohl auf Antonidas als auch auf Blackmoor, wo ich ja jetzt auch mittlerweile aktiv bin, und da die Mats zeitweise richtig, richtig teuer waren und ich da mit den Waren ein bisschen kürzer treten musste, weil man kaum mehr Gewinn gemacht hat, sogar in die Verlustzone gekommen ist. Also da war es die Woche tatsächlich auch nicht ganz so rosig.
So, 133k. Ich glaube, letzte Woche haben wir bei Inschriftenkunde fast 300.000 Gold hier gemacht. Also da haben wir jetzt weniger als die Hälfte gebastelt. Liegt aber halt, wie gesagt, an den Gedönse, dass man hier teilweise für ein Kraut 30, 35 Gold zahlen durfte, ne? Also das sind dann schon extreme Werte, die man da teilweise hat. Mittlerweile sind, glaube ich, die Kosten wieder runtergegangen auf 10 Gold, teilweise sogar unter 10 Gold. Und dann lohnt sich das Ganze eigentlich auch schon wieder, da ein bisschen Gold mitzumachen. Jetzt gehen wir auf meinen Inji Yuvicha. Ich glaube, mit dem habe ich die Woche fast gar nichts gemacht, weil auch die Erze so hoch waren. Und die Gewinnspannen, sowohl bei Inji als auch bei Juve, die sind eh schon relativ, die sind relativ gering, wenn nicht sogar hauchdünn. Quasi, und wenn da natürlich die Erze hochgeht, ist man sogar im Minusbereich. Und da muss ich mal gucken. Also, ihr seht, da habe ich irgendwie fast gar nichts verkauft. Ja? Da haben wir jetzt 5000 Gold gemacht. Ich habe aber, glaube ich, auch nur 10 Items im AH oder so. Also, weil ich halt einfach nichts mehr hergestellt habe, weil es sich nicht rentiert hat. Und auch das muss man auch immer mal wieder sagen. Seht ihr, das sind alle Items, die ich habe mit dem. Die werden wir jetzt auch. Komm, die stellen wir jetzt mal kurz rein, wenn wir schon dabei sind. Ringe habe ich gar keine mehr. Da müsste man jetzt mal wieder gucken, ob sie es rentieren würde, wieder ein bisschen was herzustellen, wie die Preise im Moment sind. Expulsum habe ich, glaube. Ah, nee, ich habe auch kein Expulsum mehr mit dem. Da muss ich mal wieder ein bisschen shuffeln gehen. Heißt, wieder ein paar Handgelenke herstellen, ein bisschen rüberschicken und dann kommt dann auch wieder ein bisschen was rein. Aber ihr seht da, ja, sieht es gerade nicht so gut aus. Aber liegt anscheinend auch hauptsächlich am Expulsum. Da muss ich dann mal wieder gucken. So, dann schauen wir mal auf meinen Schneider-Char, ob ich da ein bisschen mehr Umsatz gemacht habe. Und dann können wir danach noch auch auf Blackmore gucken. Da habe ich ja das letzte Mal schon angeteasert, dass ich mir da alle Berufe hochziehe. Beziehungsweise ich glaube, ich hatte das letzte Mal schon ganz frisch gebastelt. Und dann können wir jetzt mal gucken, was wir da über die Woche gemacht haben. Nee, ganz alle habe ich nicht, aber ich habe drei Chars, also sechs Berufe habe ich auf Blackmore mittlerweile. Und tatsächlich mache ich auf Blackmore teils mehr Gold als auf Antonidas im Moment, ne? Also das war eine ganz gute Entscheidung, da so einen zweiten Außenposten quasi mit Berufen aufzumachen. Das einzige Problem an der Geschichte ist, dass mir jetzt die Ehrenabzeichen ausgegangen sind und ich wieder am Farmen bin. Okay, da sieht es auch relativ mager aus mit Schneider. Da haben wir jetzt auch gerade mal so 20k zusammengekratzt. Ja, da müsste ich mal vielleicht wieder ein bisschen aufstocken, oder? Was haben wir da im Moment im AH? Bald doch, da haben wir doch einige Items drin. 74. Ich glaube, heute Nachmittag habe ich wieder ein paar Umhänge hergestellt. Da hatte ich nämlich keine mehr. Das ist tatsächlich nämlich der Topseller, weil Umhang braucht halt jeder. So, das nächste ist quasi mein Transmog-Charm, wo ich ja mittlerweile, ja, 200, 300, 400 Transmog-Items habe, die ich zwar nicht jetzt aktiv gefarmt habe, aber die man so, ja, so die Sachen, die man nebenbei bekommt, mit drin habe. Und die haue ich da halt immer wieder rein. Und ab und an verkaufe ich tatsächlich manche Items, manche hochpreisigeren Items, aber vieles ist halt einfach immer wieder gerepostet und man kriegt es halt einfach nicht los. Und das ist halt einfach das Transmog-Business. Deswegen sage ich fast jedes Mal, farmt nicht aktiv Transmog, das rentiert sich nicht. Zumindest in allermeisten Fällen nicht, ne? Das Insel-Transmog, das ging teilweise noch ganz gut weg, aber so der große Teil von den Transmog-Sachen, die ziehen sich leider. Wenn wir jetzt mal hier reingucken, naja, immerhin 85k, ne? Was haben wir denn verkauft? Wir haben hier einen Bogen verkauft für 4k. Pierre, das ist ein Pet für 15k. Das ist irgend so eine Schnellklinge für 5k. Einen Helm für 19, okay. Und irgendeinen Gürtel für 37.000 Gold. Das ist nicht schlecht, ja? Für mein Transmog-Ding, aber das sind jetzt vielleicht 10, 20 Items gewesen. Davon 4, 5, die ein bisschen was wert, ein bisschen mehr als ein paar hundert Gold wert sind. Wenn wir jetzt aber halt sehen, wie viele Items ich immer habe. Dann müssen wir so runter scrollen. Ihr seht, ich habe 425 so rum Items im AH, also doch einiges an Transmog-Zeugen. Es ist halt, ja, es verkauft sich langsam, aber immerhin. So, jetzt sind wir hier nochmal 85.000 reicher. Und dann würde ich sagen, gehe ich einmal noch auf Antonidas. Das kann. Ah, nee, auf Lothar gehen wir einmal. Und zwar schauen wir mal, wie mein Marktreset da funktioniert. Da habe ich ja versucht, so ein bisschen was mit dem Gelee zu machen.
und muss sagen, dass das nie so ganz gut verlaufen ist bis jetzt. Also ich habe schon einen Gewinn gemacht. Das Problem ist, ich kaufe immer wieder günstig das Gelee auf und versuche so ein bisschen Marktreset zu machen. Und dann verkaufe ich immer ein bisschen was und dann gibt es halt wieder 10.000 andere Leute, die dann wieder einen Haufen Gelee nachstellen und dann hat sich das wieder. Ja? Deswegen ist das so eine, ja, so eine langsame Sache. Worauf ich halt poker, dass ich einen finde, der mir das Bienenmount relativ teuer abkauft und ich mein ganzes aufgekauftes Gelee mal auf einmal wegkriege. Das ist so ein bisschen die Strategie, die ich verfolge. Ist bis jetzt nur so halb aufgegangen, aber ich habe schon ein bisschen Gewinn damit gemacht. Jetzt können wir mal gucken. Naja, es wird wieder ein bisschen Gelee gekauft. Ihr seht, 10 Gelee für 4.700 bzw. 5.000 habe ich da eingestellt. Da ist ja immer ein bisschen Gebühr dabei. Und ihr müsst rechnen, ich kaufe die für 50 Gold pro Gelee auf und verkaufe sie für 500. Ne? Das sind jetzt nicht viele, die ich verkauft habe, aber das, wenn ich da eins verkaufe, dann mache ich das Zehnfache an Gewinn quasi. Und das ist halt schon eine ganz praktische Angelegenheit. Ne? Ich habe halt, jetzt können wir einmal reingucken, wie viel Gelee ich hier noch im Auktionshaus habe. Hier, ihr seht, da habe ich X-Dex A250 drin. Also doch so einiges. Jetzt gucken wir mal, wie der Gelee-Preis sich verhält im Moment. Wahrscheinlich ist da wieder ein Haufen Zeug drin. So, also. Ja, obwohl, wir haben gar nicht so viel drin, ihr seht. 12, dann sind es hier 30, 17, 3, 3. Und hier haben wir nochmal 30. Das ist halt nicht viel, ne? Also das hier zusammen sind halt 100, 200 vielleicht, wenn es hochkommt. Und für einen Bienenmount brauchst du ohne Rufbonus 2100 Gelee quasi. Also wenn du ein komplettes Mount zusammenbasteln willst. Heißt, wenn einer jetzt hergehen wollen würde, kommt ab und an vor, der will sich das Mount kaufen, dann kann er hier vielleicht 200 von den anderen Leuten zusammenbekommen und müsste dann halt auf mein teures einsteigen. Und dementsprechend kann sich sowas halt schon lohnen. Dann gibt es ab und an Leute, die das Zeug kaufen, ne? Das geht aber auch nur, weil das hier ein Low-Pop-Server ist. Genau. So. Ein Haufen andere Items habe ich mit dem auch noch drin, aber das verkauft sich halt auch eher langsam. So, und jetzt gucken wir mal auf meinen. Also, Eredar, Ekwin, Blackhand, da verkaufe ich auch ein bisschen was, aber das sind so Low-Pets. Das lohnt sich gar nicht, da jetzt einzuloggen. Was wir machen können, sind die beiden Chars. Jetzt fangen wir mal mit dem an hier. Der hat nämlich Inschriftenkunde auch. Und Schneider, und bei dem verkaufe ich tatsächlich relativ gut was, muss ich sagen. Dann mein Horden-Main-Char quasi, wo ich, der immer noch kein Trinket hat, das habe ich letztens blöderweise irgendwann entzaubert oder verkauft oder weiß ich nicht, wo das hin ist. Der verkauft halt den ganzen Grimpel und halt VZ-Sachen und so, aber das ist halt auch eher so ein bisschen minder von der Summe her, die man da umsetzt. Weil VZ leider nicht so gut ist, ne? Aber das habe ich ja schon des Öfteren gepredigt. Sollen wir mal gucken, ob wir mit dem Inschriftenkundler gut Gold gemacht haben. Ich hoffe es. Das ist so meine letzte Hoffnung quasi, dass zumindest da gut Gold rumkommt. Vor allem auch auf Blackmoor versuche ich ja so ein bisschen Boost-Geschichten an den Mann zu bringen. Und das ist auch im Moment relativ träge, muss ich sagen. So, schauen wir einmal. Und zwar, Postkasten, was haben wir drin? Ah, doch, schau mal, 154.000. Also, hier geht anscheinend doch einiges. Ihr seht sowohl viele von den Trinkets sind drin, als auch einige Schneider-Items. Und wir haben 73 Mails. Heißt, da ist noch ein bisschen mehr drin als die 150k, die wir jetzt hier haben. Da denke ich mal, wird das tatsächlich jetzt der Char sein. Obwohl, mit Main hatte ich 200k drin. Na, ich weiß nicht, ob wir da rankommen mit dem hier, ob wir die knacken können. Ich hoffe es doch mal. Der geht natürlich dann auch hier auf Blackmoor der Wert an Gold wieder ordentlich nach oben. Da muss ich dann auch mal gucken, ob ich mir vielleicht hier noch einen Char stelle und dann die anderen beiden Berufe noch mache, die mir fehlen. Bin so ein bisschen überlegen, aber da müsste ich dann halt auch wieder hochbasteln. Ne? Und das möchte ich dann eigentlich auch ungern. Ja, der hatte letztens eigentlich 0 Gold, ne? Und jetzt ist er schon wieder ganz weit oben, 255.000. Da geht schon was. Jetzt hoffe ich, dass die letzten 23 Mails quasi da auch noch mal ordentlich was an Gold abwerfen, dass wir vielleicht die 200k knacken. Und 15k, okay. Ja, da habe ich Verträge verkauft. Hier ja, gut, okay, dann halt nicht. Ja, aber ist auf jeden Fall nicht schlecht und mehr als mein Alichar, ne? Mit Inschriftenkunde verkauft hat. 169k. Ah, haben wir das getoppt. Wunderbar. So, jetzt gehen wir noch als nächstes auf meinen Leder- und Schmiedschar.
was der so umgesetzt hat. Wobei ich glaube, die Rüstung, also Leder und Schmied, ist tatsächlich ein bisschen schlechter als auf auf Antonidas. Da ist vor allem die Waffen und die Schmiedesachen sind auf Antonidas relativ viel wert und die sind es auf Blackmoor irgendwie nicht. Mag vielleicht daran liegen, dass da mehr Leute sind, die mehr Konkurrenz machen oder ja, weiß ich nicht, an was das genau liegt. Vielleicht hast du da auch weniger Leute, die es kaufen wollen, weil weniger twinken. Und man müsste mal die Server an sich so vergleichen, beziehungsweise man könnte auch mal Haar auslesen, wer was verkauft, aber das ist mir schon wieder zu anstrengend. So, was haben wir denn hier drin? Wir haben 54 Mails. Oh, da ist schon wieder ein bisschen was zurückgekommen. Und ich habe aber 93.000 hier schon mal. Ja, doch. Gar nicht so schlecht. Und irgendwas haben wir denn? Monolith Dietrich. Hier habe ich einen Haufen auch verkauft. Mit dem habe ich halt auch noch sehr viele Sachen, die ich zum Skillen benutzt habe. Und die liegen wir leider ein bisschen im Inventar rum. Das ist so ein bisschen blöd. Das habe ich mit dem anderen Char zum Beispiel nicht gehabt, weil es ja eh mein Main war und da habe ich ja sowieso das ganze Zeug hochgeskillt. So, dann würde ich sagen, bis wir jetzt hier die paar Sekunden noch warten, hauen wir das mal noch ins Auktionshaus rein. Ja, gut, ihr seht, das sind halt auch viele 310er-Items. Ich habe mir schon überlegt, ob ich die gleich dissen soll oder ja, irgendwie für einen extrem lowen Preis reinhau. Aber ich dachte mir jetzt, komm, jetzt versuche ich mal die Sachen noch verkaufen. Vielleicht will es ja noch irgendwer haben. Vielleicht kriegst du es über Transmog irgendwie noch geregelt, dass dann vielleicht der ein oder andere sagt, hey, hier, das fehlt mir noch für mein Transmog-Set. Kaufe ich mir die Items. Ne? Mal gucken. So ab und an gehen ja auch ein paar von den Handgelenken weg. So, hier haben wir auch nochmal 12k drin. Dann sind wir zumindest über die 100k. Und damit, ja, haben wir jetzt auf Blackmoor auch schon wieder über eine halbe Million. Obwohl ich ja letztens erst, also vor einer knappen Woche, habe ich mein ganzes Gold, also wirklich fast auf null, habe ich investiert, um quasi die Berufe zu skillen. Ne? Das war halt tatsächlich nicht so ganz günstig. Jetzt können wir noch einen letzten Char gucken. Und zwar meinen VZ-Char. Aber da dürfte wahrscheinlich nicht sonderlich viel sein, weil ich mit dem tatsächlich auch das Gold alles direkt rausnehme. Liegt so ein bisschen dran, dass ich halt mit dem auch den ganzen Krempel verkaufe. Ja? Und sonst blockiert es mir irgendwann den ganzen Postkasten und ich krieg nichts mehr rausgeholt. Also der hat halt auch Pets und Transmog und so. Ne? Ich habe immer quasi pro Server habe ich immer einen Krempelchar. Und da ich auf Blackmoor leider ein bisschen limitiert bin mit Chars, muss ich halt mit dem Craft-Char auch Krempel verkaufen. Das beißt sich dann so ein bisschen. Das ist auf Antonidas ein bisschen schöner. Da habe ich die Problematik zum Glück nicht. So, okay, jetzt gucken wir mal. Okay, da habe ich ein Ding noch drin. Aber mit dem habe ich auch schon ein bisschen was verkauft. 127. Okay. Gut, also jetzt gucken wir mal, was wir overall haben. Und zwar habe ich jetzt alles richtig eingestellt. Alle Dings. Ja, genau. Also 300. 3,594 Millionen. Das tragen wir jetzt mal einmal hier ein. Ja, haben wir doch ein bisschen Plus gemacht. 3, 5, 9, 4. Dann sind wir insgesamt bei 19,4 Millionen und haben 1,3 Plus gemacht. Das ist jetzt nicht sonderlich viel. Das ist mein schlechtester Wert tatsächlich, den ich bis jetzt hatte. Aber wie gesagt, die Woche war halt tatsächlich nicht ganz so geil. Und dafür ist okay. Wie gesagt, ich versuche immer über eine Mille zu machen. Und alles drüber ist quasi dann Bonus und ja, mal schauen. Aber ich denke mal, nächste Woche werden wir auf jeden Fall dann auf die 20 Millionen kommen und dann schauen wir mal. Dann kann ich schon mal anfangen, mich nach den ersten TCG-Mounts umzuschauen, weil das ist dann so langsam der Bereich, wo man eventuell ja, für den Spektraltiger beziehungsweise auch für das Magic Rooster Egg gucken kann. Und ja, mal schauen, vielleicht finde ich ja irgendwo ein günstiges Angebot und kann mein ganzes Gold quasi einmal reindampen. Gut, das war's mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen ja, auf den Stand bringen, wie es jetzt aussieht bei mir. Und ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder reinschaltet. Euer Tela, bis dann, ciao.